So, da habe ich gerade einen Schritt gemacht. Wegen. Nein! wegen. Weil. wegen kurz. Weil ich kurz Pause machen musste. Was war der? Was war der Code? Warum habe ich den nicht hier? Der muss doch hier irgendwo noch stehen. Was? Ich glaube, es war. Ah, ne, das stand in der E-Mail. Was nicht 2167? Ja, doch. Okay. Ich dachte schon. Da passe ich gerade drunter durch. Zwei Tools. Zwei Tools. Vermutlich für. Das Zeug hier, das Sicherheitssystem. Komme ich da drunter durch? Ja. Ah, das ist ja billig. Also bitte. Da kann ich ja fast schon drüber springen. Okay, doch nicht. Eben nur fast. Noch eine Codetafel für diese Luke, nehme ich an. Oh, schön. Man kann auch mit der Tastatur tippen. Die Zahlen eingeben. Weitere Laser. Noch eine Schalltafel. Ist das der andere Teil der Kanalisation vielleicht? Wo ich auch hätte reinkommen können. Die Leiter könnte ich jetzt gerade eher nicht so benutzen. Da löse ich Alarm aus. Da komme ich allerdings nicht drunter durch. Also. Wo denn? Ach da. Mist. Okay, einmal laden. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. 2167. So, und dann speichere ich hier nochmal. Also die Codetafel. Was ist das? Zwei Dietriche. Mal gucken, was es hier so gibt dahinter. Ja. 2167. Und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt? Moment. Ach so. Nee, das ist ja doof. Das ist wahrscheinlich. Tatsächlich der andere Eingang hier. Und wenn man nun von dieser Seite kommt, muss man zwei Dietriche aufbringen, um diese Tür da öffnen zu können. Nee, nee, das sehe ich gar nicht ein. Aber das da schaltet vermutlich den da aus. Das Sicherheitssystem. Nein. Was macht das dann? Warum habe ich denn jetzt gerade zwei Multitools verschwendet, wenn das sowieso nichts Sinnvolles für mich tut? Oh nein, warte, habe ich gar nicht. Okay. Hier gibt es Schleichen, die. Moment, das habe ich doch schon. Ah, ich nehme an, der hat jetzt einfach die Munition davon aufgenommen. Jetzt muss so eher 2167. Okay. Das sind wohl die Polizisten oder so, die da rein sollten. Ich habe bereits genug Munition. Nein. Oh wow. Oh wow. Das ist gut. Mal darüber. Ja. Bringt das was? Naja, man kann der Laserschranke, der Lichtschranke ausweichen. Insofern, ja. Jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Vielleicht hätte ich mich vorher schon locker. Nein. Ist schnell weg. Eine Schalltafel. Das sieht so aus, als würde es hier wieder rausgehen. Ich vermute mal. Jetzt bin ich bei der U-Bahn. Da war ich vorher noch zuerst fast rein. Ja, genau, hier ist die U-Bahn. Ja. Genau. Da war der Smuggler. Richtig. Gut, damit ist die U-Bahn ja erledigt. Moment, ich kann jetzt dem Smuggler noch kurz Bescheid sagen, dass ich seinen Freund gerettet habe. Das findet er bestimmt voll super. Ich glaube, hier war der andere Eingang. Ja, genau. Der ist ein bisschen bequemer als die Leiter. Mist, das ist zu. Yes. Blutsch. Aber gut, ich habe das Passwort. Also ab nach unten. Und dann wieder hoch. Aber nicht gleich, erst nachher. Nicht zu überstürzen. Erstmal runtergehen. Und der Bot ist freundlich.
Der Bot ist freundlich. Gut. Ist da eigentlich noch was? Ich bin da vorhin so durchgehetzt. Nein. Nein. Ich habe jetzt den Ladeschocker dabei. Ich weiß gar nicht wofür eigentlich. I got your friend out. Ford, is he all right? Fine. You were right about those troops. Definitely not NSF. They're the CIA. They capture people and use them for medical experiments. I wouldn't go that far. You said you'd make it worth my while. Since you helped Ford, I'll cut you a deal. I'll give you a scope that will fit most handguns and rifles for 700 credits. A bioelectric cell for 250, or some light amplification goggles for 1125. Nachtsichtgerät habe ich gerade benutzt. Das ist wahrscheinlich nur einmal einsetzbar, das sehe ich nicht ein. Here's die würde ich nehmen. Das ist See you later. Hey, no problem. Sinnvoller Preis. Und das andere waren, glaube ich, 700 für... Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Was war das andere? Ein Zielfernrohr, genau. Das würde ich mir gerne auf die Pistole draufschrauben. See anything? Ja, 700 habe ich. 1100. Wo ist das Zielfernrohr? Wo ist das Zielfernrohr? Da ist die Pistole. Moment. Ich hab's ja gar nicht gekauft. Ich habe noch die vollen Credits. Also den dann mal eben kurz aus dem Weg. See anything? I'll take deal. So, jetzt habe ich's. Und das da. Ein Teleskop-Zielrohr-Fern. Zielfernrohraufsatz, der eine Zoom ermöglicht und die Genauigkeit beim Schuss auf weite Entfernung des Ziels erhöht. Genau, das hätte ich gerne auf meiner Pistole. Weil der. Also das Scharfschützengewehr da, das kann das ja schon. Und jetzt kann es die Pistole nämlich auch. Es geht nicht ganz so weit, wie man sieht. Aber es ist, glaube ich, ziemlich praktisch. Um ein bisschen weiter entfernte Gegner auszuschalten. Zumal ich mit der Pistole auch besser umgehen kann, als mit dem Gewehr hier. Ich könnte es interessanterweise auch an die Armbrust dran schmeißen. Und ich glaube, die Armbrust geht auch über denselben Skill wie die Pistole. Aber die Pistole macht, soweit ich weiß, deutlich mehr Schaden. Genau, wie 17. Ich glaube, ich habe einen Schadensmodifikator drauf und ich kann gut damit umgehen. Und die... wow, von wegen. Die Armbrust macht 31 Schaden. Ist ein kleines bisschen unpräziser. Die Pistole schafft 1,6 Schuss pro Sekunde und die Armbrust... Ich bin ganz sicher, vielleicht ist die Armbrust doch besser. Vor allem, weil man mehrere Munitionen, mehrere verschiedene Munitionsarten zur Auswahl hat. Aber von der Pistole habe ich einfach so richtig viel Munition. Okay, jetzt muss ich irgendwie darüber kommen. Ich glaube, hier war das, genau. Hier ging es da rein. Da war Zeug. Das ist der Hintereingang. Hier geht's, glaube ich, runter. Ja, da geht's runter. Das ist, glaube ich, der Haupteingang darüber. Oder? Na denn. Ah nein, hier war ich ja schon mal und habe dann gesagt, hier geht's wohl weiter. Oh! Verdammt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da war ich gerade drin und ich habe mich gerade umentschieden. Ich will doch lieber hier unten rumgehen. Genau. Das ist der Tunnel hier unten. Mit dem Überwachungssystem. Aber ich glaube, der führt auch in das Lagerhaus. Oder ins Lagerhausviertel. Und am Ende sollte ein Aufzug sein. Das ist vermutlich da drin. Meinte zumindest einer dieser Obdachlosen. Oh, Raketen. Sehr schön. Ist da drin? Sieht man nicht. Was ist hier? Nichts. Okay. 2167. Nein. Weiß ich den? Ich schau mal eben kurz nach, ob ich den kenne. Den Code. Code für Lagerhaus 3316. Ja. Wunderbar. Dann mal ab nach oben und nochmal eine Runde speichern.
das speichern, was da gerade stand, kommt jedes Mal, wenn der Level sich ändert. Aber richtig gespeichert wird er nicht. Die lade ich mal eben noch nach, die Waffen. Die Pistole, da ist eine 4 drin, so viel können da drin sein. Das passt und die ist auch voll. Was gibt's? Ich fürchte, hier sind nicht ganz viele Gegner. Ja, NSF auf dem Dach. Da ist doch schon einer. Der hat gut getroffen, zum Glück ins Bein. Nicht den Kopf oder den Torso. Kampfmesser. Ich will kein Kampfmesser. Ich will die Leiche wegtun. So, ich will ein Kampfmesser. Eine Brechstange. Die ist viel cooler. Vor allem, wenn man durch Lüftungsschächte kriecht. Munition. Ballistikpanzerung habe ich schon. Ich könnte natürlich die jetzt nochmal. Ach komm, warum nicht? Wenn ich doch jetzt eher damit rechne, dass Gegner kommen, setze ich die doch ein. Ach so, die verbraucht so lange Platz, bis sie verbraucht ist. Da komme ich jetzt nicht rüber. Darüber. Ja. Aber was bringt das? Scheinbar nichts. Jetzt ist hier Panzerung erschöpft. Na, klasse. Das heißt, die sollte ich wirklich direkt vor Ort einsetzen, wenn ich sie brauche. Und ich sehe gerade, da geht es einmal weiter hoch. Hier ist aber. Hier geht es dann weiter wieder runter. Vielleicht sollte ich mir an dieser Stelle mal das Satellitenbild anschauen. Ich drücke hier einfach mal. Da bin ich noch nicht. Bin ich vielleicht hier? Ich glaube, da bin ich. Genau, das sind hier die Knubbels. Da kam ich hoch. Da bin ich hochgeklettert und jetzt bin ich gerade hier hingeklettert. Genau, da unten. Da gehe ich jetzt hin. Und außerdem bin ich da noch hin. Das heißt, die gegenüberliegende Seite von dem Teil hier müsste eine Häuserwand sein. Ja, Häuserwand. Zählt. Autsch. Zwei Dietriche. Und leider habe ich nicht das den passenden Schlüssel. Mal schauen, ob es hier unten noch was gibt. Nein. Na dann. Auf damit. Ich meine, was soll der Geiz? Der wird jetzt. 30 Fertigkeitspunkte. Da geht es bestimmt weiter. Hier wäre ich auch so reingekommen. Das ist ja ätzend. Aber gut. In dem Fall habe ich halt Pech gehabt. Und habe die Dietriche eben verschwendet. Vielleicht habe ich dafür auch die Fertigkeitspunkte bekommen. Dafür, dass ich die Dietriche verschwendet habe. Hier geht's runter. Aber ich will doch hoch. Andererseits, naja, hier komme ich nicht weiter. Dann gehe ich eben nach unten. Oh wow, da wäre ich fast runtergefallen. Ist ja keine Leiter. Na, dann muss ich da hin. Das sieht gefährlich aus. Aber so geht's. Ist da einer? Ne, das meine ich. Ein bisschen Energie. Da ist einer. They found us. Nein. Lalala, das war nur ein bisschen knapp. Lala. Auch das ist Kunst. Das muss so sein. Wenn das nicht so wäre, wäre es langweilig. Glaube ich. Okay, da ist eine Leiter nach unten. Die will ich mir gleich mal anschauen. War ich da oben schon? Oder komme ich da im Prinzip her? Ich weiß es nicht.
Das ist alles noch ein bisschen übersichtlich. Da war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Genau, den habe ich gerade umgenietet. Und ich kam doch von da oben. Ups. Cool, und Munition für die. Für das Sturmwehr heißt es, glaube ich. Nein, für das Scharfschützengewehr war es. 30er ist für das Scharfschützengewehr. Was gibt's hier? Ah, ich glaube, da drüben sind die Satellitenanlagen. Ey. Ohne mich, Junge, ohne mich. Ach, Mist. Kannst du aufhören zu wackeln? Ich glaube, die Pistole wackelt weniger. Ja, deutlich weniger. Mist. Ich bin so rot, das gefällt mir nicht. Ich muss mich mal eben noch heilen. Oh nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Mist. Krieg ich den da wenigstens? Ja, immerhin. Ich muss also darüber. Da sind die Satellitenanlagen. Noch mal einer weniger. Da steht er doch. Wie kriege ich den jetzt? Ohne mich zu ducken? Wahrscheinlich von hier. Yep. Genau. So. Eine Lam. Oh, eine Lam. Da hat eine Lam. Aber ich hab doch schon Lamps. Nein, ich habe keine Lamp dabei. Die hier ist doch irgendwie ein bisschen unnützlich. Was soll ich mit dem Messer? Ich will doch nur die Lamp. Lamps sind toll. Jetzt will ich hier rüber. Na, ducken. Springen, dann ducken. Geht nicht? Wie geht nicht? Sonst nicht gehen. Geht es nicht? Jetzt geht's. Okay. Ist hier noch einer? Nein. Look for the building with the antennas. Ja. Nichts anderes hatte ich vor. Ist das, das ist eine Scheibe, oder? Die kann ich bestimmt komplett einschlagen und runtergehen. Oh wow, das ist tief. Nachladen. Die Pistolen oder so, die Einschusslöcher, die sind noch da. Nur die Glasscheibe, in der sie waren, die ist weg. Interessanterweise ist es gerade so tief, dass man hier keinen Fallschaden bekommt. Das ist nett gemacht. Aha. Was gibt es hier? Ach, da geht's raus. Ich wüsste gerne, was es hier drin noch so gibt. Zum Beispiel ein Medipack. Vielen Dank. Eine nicht öffnbare Tür. Und hier. Ach, das ist die von. Oh, vielleicht soll ich da nicht. Hallo? Nö, da komme ich nicht hoch. Aber da war ich ja vorhin mit dem Brett und der Scheibe gegenüber. Wahrscheinlich könnte ich da jetzt sogar mit so einem Block wieder raus. Aber egal. Ich will da wohl bis zu den. Keine Ahnung, was sind das denn? Satellitenschüsseln? Radarantennen? Irgend sowas wird es sein. Das sollte ich besser in der Hand behalten. Was ich eigentlich tun wollte, war. Das hier. Und das sieht gut aus. Ach genau, das ist das untere Stockwerk, das man von oben gesehen hat. Blödsinn. Da ist ja eine Treppe. Da hätte ich ja direkt hingehen können. Hab ich nicht gesehen. Egal, hier ist eine elektrische Zelle für die Implantate. Noch ein Medikit. Wunderschön. Als wäre das Zeug hier extra für mich hingestellt worden.
Was ist das denn? Ein Grafikfehler? Oder ein Transparenzfehler? Keine Ahnung. Na gut, hier komme ich aber nicht raus. Deswegen sind wir mal kurz hier außen rum. Springen, ducken. Nach unten. Ist hier eine Leiter? Nein. Hä? Was war das denn? War ich da vorhin nicht schon? Das sah alles nur so ähnlich aus. Ja, hier war ich noch nicht. Ach, den habe ich von da drüben erschossen. Stimmt. Ich komme jetzt Stück für Stück in die richtige Richtung. Sind hier Gegner irgendwo? Nein, da sehe ich keine. Schon fast den schleichen Ansatz. Dabei wollte ich mich doch eigentlich durchballern. Wo sind denn die ganzen Gegner, damit ich mich ballern kann? Ein Ladegerät. Nein, brauche ich nicht. Ist es zu tief runter? Kann ich da rüber? Ja. Und von da komme ich auf jeden Fall heil hier runter. Pistolenmunition, immer eine gute Sache. Daran die Munition, glaube ich, insgesamt immer nur beschränkt haben kann. Will ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Pistole benutzen. Was ist da unten? Wäre das der Haupteingang gewesen? Vielleicht wäre ich da ja andersrum hingekommen. Mist! Nachladen! Vielleicht war das automatische Nachladen ausschalten doch keine so gute Idee. Mist! Jetzt aber. Und... Oh, ein Gegner. Na, stehen. Danke. Komme ich da eigentlich wieder hoch irgendwie? Ist hier eine Leiter? Sieht nicht so aus, ne? Nö, dann bleibe ich hier oben. Mir doch egal. Kläff da und eben. Das ist da oben. Da hätte ich gerne die Waffe. Oder war das im Gebäude drin? Das kann natürlich auch sein. Das war was der hat für das Gewehr. Wie, 19 Magazine, 21 Magazine, 8 Magazine. Okay, da ist die Treppe, aber die ist bewacht von so einem Laser. Wie gesagt, ich hatte den Balleransatz. Ich will jetzt hier einfach einen Alarm auslösen. Einfach nur, weil ich es kann. Weil ich will, dass die Gegner herkommen zu mir. Ist das jetzt so? Hui! Fies! Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Bis gleich!